Hey, in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du ein Reset deiner AirPods vornehmen kannst, beziehungsweise wie du deine AirPods auf Werkseinstellung zurücksetzt. In einigen Fällen kann solch ein Reset der AirPods sehr hilfreich sein. So zum Beispiel, wenn du Akkuprobleme hast oder Verbindungsprobleme oder auch, wenn du deine AirPods verleihen beziehungsweise sogar verkaufen möchtest. Und hier solltest du zunächst deine Apple AirPods entkoppeln. Wie das Entkoppeln und auf Werkseinstellung zurücksetzen genau funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Zur Demonstration nutze ich die Apple AirPods Pro der zweiten Generation sowie das iPhone 11 Pro. Fangen wir mit den Entkoppeln an. Öffne die Einstellung und gehe hier zum Reiter Bluetooth. Suche hier deine AirPods und klicke auf das i-Icon. Scrolle hier ganz runter, hier findest du den Button dieses Gerät ignorieren. Antippen, bestätigen, hier kommt auch nochmal der konkrete Hinweis und dies ebenfalls bestätigen, indem du Gerät ignorieren tippst. Weiter geht's mit dem eigentlichen Reset. Achte darauf, dass der Akkustand von mehr als 10% vorliegt, egal ob Ladecase oder AirPods. Leg also die AirPods in das Ladecase, schließ den Deckel der Ladebox, wartest 15 Sekunden, öffnest wieder und nun auf der Rückseite findest du den Setup-Button, den gedrückt halten. Du siehst nun, die LED blinkt, du hältst weiter die Setup-Taste gedrückt. Du siehst jetzt auch, dass es orange blinkt und wieder weiß. Sobald also die Anzeige mehrmals gelb und weiß geblinkt hat, dann ist der Reset erfolgreich gewesen. Das erkennst du nun auch, indem du das Ladecase jetzt wieder öffnest und hier kannst du jetzt deine AirPods neu verbinden. Einen weiteren Tipp für Problematiken mit den AirPods habe ich ebenfalls noch. Das kannst du ebenfalls mal testen, indem du die Einstellungen aufrufst, klickst hier auf Allgemein. Gehst dann ganz unten auf iPhone übertragen bzw. zurücksetzen. Klickst dann hier unten zurücksetzen an. Und hier kannst du den Bereich Netzwerkeinstellung antippen. Gibst deinen Code ein. Hier wirst du jetzt gefragt, ob alle Netzwerkeinstellungen gelöscht und auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden sollen. Das klickst du an. Und jetzt wird dieser Vorgang, dieser Prozess ausgelöst. Und das wiederum kann ebenfalls Problematiken in Bezug AirPods ebenfalls lösen. Teste das einfach mal aus und dann kannst du mir auch gerne nochmal Feedback dazu geben. Dann komme ich auch schon zum Ende des Videos. Du weißt nun, wie du deine AirPods entkoppeln und auf Werkseinstellung zurücksetzen kannst. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, zeig mir das, indem du Daumen hoch bzw. gefällt mir klickst. Solltest du noch Fragen haben, dann stell die mir einfach in Form eines Kommentars. Ich werde dir wie immer zeitnah antworten. Abo nicht vergessen, die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns definitiv im nächsten Video. Ich sage erstmal ciao und bis zum nächsten Video. Mach's gut!